Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Titan Quest. Wir sind hier an der Steilküste von Megara, wie immer am Brunnen. Schön zu euch gedreht. Wieder mit Freddy. Ahoi. Ahoi. Dann gehen wir erstmal weiter und töten ein paar Monster, würde genau. ich sagen. Ich habe jetzt einen anderen Bogen ausgerüstet. Wenn ihr euch fragt, warum, fragt euch nicht. Das geht euch gar nichts an. Genau. Und unsere Inventare sind auch leer. Ja, wir werden kurz verkaufen und ja, wir haben noch ein bisschen das Gefieder. Was ist denn das für ein Komet hier? Was für ein Komet? Der hier im Boden steht. Ach ja, das sind so Splitter. Können die kaputt machen? Bringen die irgendwas? Nein. Bringen die Gold? Die waren irgendwie in der Story mit drin. Achso, ja, die Story, die lesen wir ja nicht. Halskette der Muskelkraft. Ist ein Amulett. Nein, brauche ich aber nicht. Kommst du mit? Hier sind noch Gegner. Oh, hier sind auch Gegner. Haben die Kometen vielleicht die Satyren schlecht oder böse gemacht? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das hat auch irgendwas mit den Telkinen zu tun. Ja. Wo bist du eigentlich schon wieder? Ich mache hier gerade zwei Satyren kalt noch. Ja, ich habe noch ein ganzes Satyrenlager. Ach ja. Wir müssen auf jeden Fall mehr aufnehmen. Ja, wir müssen mehr aufnehmen. Wir müssen mehr hochladen vor allem. Hier sind auch noch welche. Gut gemacht. Fuck. Entschuldigung, ist mir so rausgerutscht, Leute. Unfreundlich. Wollte ich eigentlich nicht machen, tut mir leid. Aber ich esse nebenbei halt noch was, ne? Ist mir gar nicht diese Küstenstadt? Ja. Falls ihr wissen wollt, was ich esse. Om nom nom M&M's. Wo müssen wir jetzt eigentlich hier lang oder müssen wir auf die anders? Andere Richtung. Aber also hier ist nur so ein Nebengebiet. Ja genau. Alter, sind die Schildkröten stark, ey. So, so. Ich mach dir so gut wie keinen Schaden. Ich mach dir überhaupt keinen Schaden. Also ich mach dir schon Schaden, aber echt wenig. Ich mach erstmal die Schamanen fertig und beschwören mir mal einen Hund. Okay, die Schamanen sind echt schwach. Die Schildkröten sind todesstark. Die Schildkröten halten echt viel aus und die haben auch echt gute Sachen dabei, Essenzen. Ja, ich habe einen Schildkrötenpanzer schon. Ja genau, die sind echt schön gut. So, dass du wirst die Wildschweinhaut nur besser? Ja genau. Aber ich glaube, es macht Verteidigung, ne? Steht bei, was macht. Ja. Ich kann noch nicht gucken. Ist mal looten. Der macht Schildblock und Schildregeneration. Ja genau, die sollst du auf dem Schild machen. Ja, kannst du auf dem Schild, aber ich brauch das ja sowieso nicht. Also ist das sozusagen mein. Ja, wenn du mit dem Schild kämpfst. Ich kämpfe immer mit dem Schild. Bringt mir nichts. Schon wieder fast gestorben. Ich auch. Übrigens, mein Hund ist gegen die Viecher ziemlich gut. Warum? Weiß ich nicht. Er macht ziemlich viel Schaden. Ich verbrauche momentan echt viel Energie. Ich verbrauche ziemlich viel Leben. Was sie nicht verbrauchen, aber halt. Sag halt Bescheid, wenn du einen Heal brauchst. Ne? Ich heal mich aus Versehen die ganze Zeit selber. So, das war's jetzt auch. Ich bin ja fertig. Genau, hier lag vielleicht noch irgendwo Müll rum, nein. Gibt's da nicht auch die Geister noch? Ja. Oder kommen die später? Ich glaube, die kommen erst später. Also ich bin sau stark. Deshalb laufe ich auch die ganze Zeit im Wasser übrigens. Warum? Weil die Viecher im Wasser spawnen. Die Geister? So, du willst die das auch nicht aus. Ne, ich glaube, die Schildkröten graben sich auch noch aus. Ich bin jetzt bei Mitte von 9. Ich bin jetzt bei Waffenwechsel. Nein, also zwischen den Waffen bin ich erst. Also halt links klicken und rechts. Hier müssen welche kommen wegen den Schiffen, oder? Ja, vielleicht dahinter. Ich bin nämlich der Meinung, die kamen irgendwann hier jetzt. Ja, ich auch. No crap? Ja, hier sind schon mal Skelette. Ja, genau. Und solchen Vögel.
Ja, hier kommen, so, die, hier kommen die Spuk. Die sind aber nicht so stark. Die sind todesleicht, ey. Mhm. Ich glaube, die Schildkröten waren echt das Schwerste hier in der Gegend. Müll. Ja, Müll ist ziemlich geil manchmal. Ich habe da mal blaue Gegenstände drin. Kurzschwert, der irgendwas aus gesehrter nur Gold-Items rausbekommen und einen Trank halt. Nice. Ich habe da mal zwei blaue Items aus einer gekriegt. Ich dachte mir so, okay, Müll. Nice. Was andere Leute wegschmeißen. Das ist für uns Gold wert. Aber gegen Untote mache ich echt gar keinen Schaden. Ich mache ziemlich viel Schaden gegen die. Ja, ich mache halt normal Schaden. Hier sind zwei Spuk. Ja, also ich mache halt keinen. Also mein Schaden ist ja echt aus Gift und Blutung ausgelegt und das betrifft beides die Untoten nicht. Ja. Also bin ich echt komplett nutzlos gegen die. Und du machst also halt, ich mach halt normalen auch noch Schaden. Ja, war halt nicht so viel. Ich mach halt extrem wenig, ey. Ja, du machst eigentlich ziemlich viel Schaden mit deinem Schwert. Ich hab ja nur ein Schwert. Dein Schwert ist wahrscheinlich sogar. Ja, genau, mach das einfach nach unten, du Arschloch. Soll ich dich healen? Kannst du machen. Ja, okay, dann macht er halt nicht den Zauber. Ist okay. Ja, und hier wäre ganz cool. Brauchst du ein Speer? Ich hab grad mich gehealt. 19 bis 29 Schaden ist langsam plus 4 Stärke. Mhm. Hab mal 31er mit alle möglichen Sachen drauf. Hey, das ist ein Augensymbol. Mhm. Oh, ich bin tot hier. Ja, ich hab mir schon mal. Müssen wir hier hoch? Eine 33%ige Chance, dass sie sich gegenseitig angreifen, aber keiner hat's gewirkt. Hier wäre cool. Ja, warte. Steh halt weiter im Gift. Ja, da möchte ich gerne stehen. Ich glaube, hier geht's. Okay. Ich töte sie einfach. Ich kann sie nicht treffen. Doch, du hast sie getroffen. Ja? Ja, aber jetzt habe ich gerade den Baum getroffen. Und ja, es ist mir wirklich wichtig, die Erfahrung von diesem Vogel zu bekommen. Habe ich einen Timer gestartet? Ja. Ja, die. Ich wollte gerade sagen, Alter. Ja, du kannst Surfings auch mal einmachen. Fixer. Alles muss ich machen hier. LP beendet, LP beendet. Der macht gar nichts hier und ich muss alles machen. Was sag mal, dass du weiterkämpfst. Du Freddy, ich kann weiter, ne? Achso, danke. Bitte. Was macht die Tapferkeit von Archimedes? Achilles, glaube ich. Ja, selbe. Ja, 5 Schaden und 4% Angriff mit der Geschwindigkeit habe ich auch schon einmal. Also das hier schon zweimal? Ja. Chillig. Ja, ich glaube, hier kommt die gleiche Stadt. Wo bist du? Nach oben gegangen, zur Hölle. Na gut, ich komme weiter. Beziehungsweise noch nicht zur Hölle, aber halt. Ich wollte erst gleich hingehen, ich muss gerade noch ein paar Mirimibiens töten, ja. Katzenmenschen müssten hier auch bald kommen. Nein, die kommen erst nach Athen. Bin eigentlich ziemlich sicher, die kommen nach Megara. Ich glaube nicht. Ich glaube, die kommen erst nach Athen. Oder nee, die sind glaube ich in Athen. Ja, ja, die brauchen wir. Oh, die alles. Ich hab die auch gesammelt. In meiner Kiste. Ja, ich hab. Nein, du hast mir die gegeben. Okay. Außer du hast jetzt noch eine, dann haben wir nämlich das Teil fertig. Was denn? Dann haben wir nur ein reines Gefieder. Und halt hab noch ich die auch schon Arkan fast von. Fertig. Ja, da fehlt ja noch eins. Und erkranktes Gefieder habe ich auch jetzt schon 4. Erkranktes Gefieder brauchst du dafür doch gar nicht, oder? Nein, aber falls wir ein anderes Teil mehr haben. Hauptsache, wir machen Eisschaden. Du. Ja, habe ich vorher auch schon gemacht mit meinem Schwert, aber das habe ich abgelegt. Ist das ein Brunnen hier? Ja, aber kein Heilbrunnen. Schade. Es gibt Heilbrunnen. Ein geiler Kurzspeer, warte, den will ich mal gucken. Den kenne ich nämlich noch nicht. Warte mal, bleib mal stehen. Da ja, gibt's nicht so welche Brunnen noch als wieder mit dem Brunnen? Nice! 32 Schaden! Weiß ich nicht, ja, kann sein im Orient, glaube ich. Ich glaube, also entweder schon vorher oder so, weil sonst würde ich ihn nicht kennen, weil ich war ja nur einmal im Orient. Also ich weiß, dass es die da gibt.
Greife ich mit dem Schild an? Oh, ich darf den nicht benutzen. Ich kann den nicht benutzen. Wieso? Weil ich dafür irgendwas Plus brauche, was ich nicht habe. Geschicklichkeit. Geil, hier sind Kopies. Geschicklichkeit 92, ich habe nur 84. Wegen das ist nicht so wirklich gut, aber es sieht wegen meinem Speer habe ich 94 und deshalb konnte ich es benutzen. Ich habe gleich das Level übrigens. Was? Ich habe gleich Level. Ich bin jetzt beim Helden gleich. Ja, ich bin jetzt gleich fertig. Also. Mach gerade Gruppe noch. Heißt, nächste Gegnergruppe bin ich dann durch. Wahrscheinlich. Fledermäuse. Ja, Fledermäuse habe ich auch schon im Single gehabt. Gelevelt. Heißt, du kannst jetzt zwei Waffenkämpfe haben. Und ich bin voll. Du hast noch ein Kurzschwert, den kannst du haben. Schon gesehen. Ich mach mal auf Stärke und auf Geschicklichkeit ein. Auch schon wieder einer mit 92, Alter. Und das muss ich noch hier gehen, dann gehe ich hier. Ah, der ist noch nicer. Der macht 17% Schaden plus und 3-5 Durchschlagsschaden. Aber dafür muss ich noch einmal leveln. Ja, aber ich habe jetzt nur 16 Benutzungswahrscheinlichkeit, also 16%, dass ich jetzt mit zwei Schwertern kämpfe. Wie jetzt? Meine Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt zwei Schwerter benutze. Also, ich schlag ja nur hin und wieder damit mit dem zweiten Schwert noch zu. Ach so. Scheiße, ich habe gerade meinen Hund schon wieder geheilt. Und dieses 14%, ja, jetzt habe ich zum Beispiel zugeschlagen. Ja, wenn du vorher eh keinen Dingens benutzt hast. Also ich habe ja schon ein Schild benutzt, aber ich das halt nicht, so. Kein Wert drauf gelegt. Ja. Gut, dann also ich habe schon rausgehen? Das beste Schild mal genommen, was ich gefunden habe, aber ich habe es jetzt halt nicht so gebraucht. Waren wir schon. Komplett durch die Höhle? Ja. Okay. Dann gehen wir mal raus. Ja, ich sehe schon den Händler auf der Karte. So, das habe ich gerade. Ich mache den Viechen halt überhaupt keinen Schaden. Ja, ich zerstückel die regelrecht. Ne, mit meinem Dingensschaden, mit meinem Elementarschaden. So. Ja, du hast ja auch Intelligenz nicht so hoch geskillt, oder? Nein. Halt über meine Fähigkeiten, ne? Intelligenz 62. Ist halt noch recht wenig. Ich glaube zumindest, dass es ein Elementarschaden ist. Ein Heal wäre ganz cool. Hast du gerade dieses Blitzzeug? Ja, hast du. Er schlägt auf ein totes Vieh ein. Ja, super intelligent. Mir war da gar nichts. Bei mir liegt da ein Toter. Okay. Also Blitzzeug ist eigentlich richtig geil. Also ich habe mir so, also ich werde jetzt nicht so viel auf Kriegskunst gehen. Ich werde halt wahrscheinlich immer einen Punkt erst in zwei auf dem Kampf machen, weil das ist halt das Einzige, was ich brauche. Und dann will ich jetzt erstmal weiter meinen Gauner hochskillen, weil da gefallen mir die Skills mehr. Ja. Ich dachte, hier kommt was. Hab ich gerade. Hä? Wieso sind die gerade alle umgefallen? Und weil die hier tot sind. Hallo, Megara. Megara ist eine etwas größere Stadt. Ja, da kriegen alle Kinder was. Ich finde die auch ganz hübsch, die Stadt. Also. Ich kann das für dich tragen! Oh, der kann das für mich tragen! Ich darf die Quest jetzt annehmen, oder? Ja. Ach, das Tapferkeit habe ich auch schon zwei. Komm her. Ja, was? Komm her. Wo bist du? Hier. Bis dann! Hab noch dieses Zeug für dich. Goldenes Vlies? Ja. Ich level fast, bin bei der Chatblase. Naja, vergiftete Quelle können wir immer noch nicht machen. Hauptsache, also, du nimmst es einfach nicht mit. Ja, ich habe gerade noch was geguckt. Vergiftete Quelle konnten wir immer nicht machen, ich habe es ausprobiert, also sie steht jetzt bei mir als Quest wieder drin. Aber da wir alle Gegner schon getötet haben, funktioniert nicht. Hier könntest du über dieses Verzauberungszeug machen. Ja, da fehlt ja halt noch was. Und hier ist eine Quest, ich hole sie mal kurz. Die Wahrheit ist, dass ich selbst gerade erst angekommen bin. Ich war auf dem Kriegsschiff nach Athen, als das Lied der Sirene meine Besatzung durchdrehen ließ. Führerlos wurde das Schiff an den Felsen. Das Schiff war mit Gold und Waffen beladen. Ich wäre ja zum Strand zurückgekehrt. Hab keine Quest gekriegt? Wie? Du hast die wahrscheinlich schon gemacht hier unten, ne? Ja, die habe ich gemacht. Ja, okay.
Hast du die andere gemacht? Welche andere? Hier oben noch ist. Ne? Ah, knochige Banditen. Wir haben Probleme. Die Toten erheben. Okay, wir brauchen jetzt noch einmal goldenes Vlies und einmal erkranktes einer. Was? Hauptquest. Monster laufen in ganz Griechenland. Die Straße, die aus der Stadt hinausführt, die Worte des Orakels. Jetzt müssen wir nach Delphi. Alle sprechen über die Untoten, die Lebenden. Ja, ich habe herausgefunden. Ja, hier kommt doch auch gleich dieses Teil da, dieser Zyklops. Der Zyklops? Ich habe gerade Frame-Anbrüche gehabt, beziehungsweise es waren eher schon Lags. Ich nicht. Ja, zwei kurze. Ich war da plötzlich woanders. Hier können wir nicht rein. Schade. Okay, jetzt hatte ich auch welche. Part dürfte auch gleich zu Ende sein, glaube ich. Misch. Ich guck mal kurz. So, nicht so nice, mit einer hat das ja 3 Minuten noch, 3,5. Ja. Ich hab so Bock auf dieses Spiel, Alter. Hat einfach so viel Spaß. So, so. Ist gelandet. Nice. Gut, meine M&M's sind alle. M&M's sind übrigens mega lecker. Ja, das, wir haben jetzt das erste Inventar bekommen. Ich dachte, das kriegen wir erst im nächsten Teil. Dachte ich eigentlich auch. Also das, also ich, du hast mir gesagt halt. Und dann dachte ich, ich dachte das halt auch. Ist auf jeden Fall chillig. Okay, meine Hunde machen extrem viel Schaden, ey. Schick dich gar nicht. Ich hab ein bisschen Energie. Perlen gefunden. Sollte leveln. Mein Skill. Ja, und leveln. Oder? Also, hey, wie? Ja, skillen. Mach mal fertig. Okay. Was ist denn das jetzt hier? Hier brauche ich Geschicklichkeit für, also Geschicklichkeitsskill. Ich darf ihn immer nicht ausziehen. Jetzt darf ich ihn ausziehen. Jetzt nehme ich nämlich Kurzspeer, der ist nämlich stärker als meiner jetziger. Geil. Die Ketten, also die sind nicht so geil. Leider. Ich muss gleich zum Händler. Lass uns zum Händler gehen kurz. Ich töte gerade einen Hauptmann. Sag doch was. Ich bin nur fast gestorben. Ja, dann machen wir halt ein paar Tage und gehen schnell zum Händler, oder? Genau. Aber wir kommen da noch, ne? Hä? Augenblick haben wir noch. Ja. Ah doch, ich hab noch ein paar M&M's, weil M&M's schmecken echt gut. M&M's. Ja, auf Werbung zu machen. Ich glaube, das wird auch ein Hashtag von mir. Schwert und Schild sind nicht dein Stil. Ich, es war mir ein, aber sicher. Ich mir irgendwann schon ein Schwert holen, aber mein Kopf ist hier nicht so toll. Ja, einen kann ich dir helfen. Er hat gute Schwerter hier. Nein, die sind alle scheiße. Geht voll. 14 Schaden. Bei mir haben die alle ein bisschen, also... Guten Tag. Willkommen, willkommen. Ja, der hat 19, 22, 20. Energieentzug, chillig. Genau mehr Stärke. Das kostet halt 25.000, aber kauf ich mal. Geschliffener Kurzspeer. 25.000? Ja, bist du bescheuert? Ich finde hier keine Waffe, die so gut ist wie meine. Na, er hat ja nur ein graues Kopie, weißes Kopie ist aufgesammelt. 36 Schaden, Alter. Nein. Anstatt das Portal zu benutzen, renne ich einfach wieder schnell dahin. Ja, super. Okay, aber du durch das Portal gehen kannst. Den wollte ich verkaufen, den wollte ich... Ne, den wollte ich benutzen, den hier wollte ich benutzen, nicht den. So, zack. 6 Stärke, aber viel weniger Rüstung, also ne. Ich habe ewig schon viel zu viel Stärke, ich habe schon 105 Stärke. So, dann Level. Das ist dann will ich jetzt noch kurz das hier. So, das bringt mir. Das kann ich hier gleich gucken. Davon wollte ich nochmal 2 Level machen. Und dann auf Eichenherz nochmal ein Level. Part ist vorbei. Okay, nice.
Du machst Outro. Ich töte gerade noch Gegner. Okay. Oh, ich hab den großen Gegner verwirrt. Nice. Oh, scheiße. Was ist los? Ich sterbe hier gerade fast. Was ist das? Schlafsand? Hilf mir mal bitte. Ja, warte. Hab ich schon das komplett Portal. Anders, Alter. Ja, geh einfach durchs Portal. Ja, geh ich doch gerade. Oh, Freddy hat Probleme. Nicht ein Dorf hat Probleme, Freddy hat Probleme. Okay, ich hab ihn getötet fast. Fick dich. Jetzt ist er tot. Ciao. Oh, ein Gladius der Vernichtung, schön. Wahrscheinlich ist das Beste, was man gekauft, das Schwert, ne? Ne, ist aber besser als mein altes Schwert. Dann mache ich zwar keinen Giftschaden mehr da drauf, aber ist egal. Ich habe sowieso schon Giftschaden. Ja, dann würde ich sagen, Leute, haut rein. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.